Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Jürgen, der Schamane vom Weißflusstal. Ich möchte in dem heutigen Video euch berichten und mitteilen, warum gerade ich und wie ich von der geistigen Welt geschult wurde, um zu einer friedvollen geistigen Revolution aufrufen zu können. Ich, so wie die meisten von euch, sind ein Kind dieser Zivilisation. Allerdings habe ich schon vor sehr langer Zeit immer ein sehr mulmiges Gefühl gehabt, was die Zivilisation betrifft. Und so versuche ich schon seit 40 Jahren, einen anderen Weg zu gehen. Einen Weg zu gehen, der nicht ausgetreten ist, der nicht Massen gegangen sind. Ich habe sehr früh angefangen, versucht, so selbstbestimmt, so frei wie nur möglich, ein Leben zu leben in Verbindung mit der Natur. Allerdings brauchte auch ich noch eine besondere Hilfe. Und diese besondere Hilfe ereilte mir vor weit über 30 Jahren durch eine Krankheit. Eine Krankheit, die mich mitten aus Leben gerissen hat. Ein Leben als Handwerker und als Gärtner, der seine Familie mit gesundem Gemüse versorgen wollte. Zur damaligen Zeit habe ich Tierzucht betrieben, weil ich selber Fleisch zu mir genommen haben, aber ich wollte Fleisch verzehren von gesunden Tieren. Auch Tiere, die zu ihren Lebzeiten zumindest glücklich waren. Das hat sich einige Zeit später alles drastisch verändert. Aus mir heraus, nicht aus einem Modejack heraus, sondern aus mir heraus. Ich konnte einfach kein Fleisch mehr essen und wurde irgendwann zum Vegetarier. Aber das Eigentliche, was ich schildern wollte, eine Krankheit, eine Borreliose-Erkrankung, die über viele Jahre von der Schulmedizin nicht erkannt wurde und die mich viele Jahre gequält hat, die mich jede Freiheit genommen hat, mich in finanzielle Not gestürzt hat. Eine Krankheit, was ich heute war, die mir ein sehr konsequenter Lehrer war. Zur damaligen Zeit war sie nur Pein und Qual. Ich habe sie damals nicht als das gesehen, wie ich sie heute sehe. Es gab einfach sehr viele Dinge, die ich nicht mehr tun konnte. Es gab viele Tage, wo ich Hilfe benötigte, um zur Toilette zu gehen. Ich habe 12 Jahre in der Schulmedizin Hilfe gesucht. Und außer Schmerzmittel, die man mir verabreicht hat, konnte die Schulmedizin mir nicht geben. Und nach 12 Jahren Krankheit, nach einem mehrwöchigen Aufenthalt einer Universitätsklinik, kam ich nach Hause und habe für mich entschieden, bereit zu sein zum Sterben. Ich wollte so auf keinen Fall weiterleben. Ich bin in dieser Situation mehr oder weniger auf allen Vieren in die Natur, in den Wald gegangen, der direkt vor meiner Haustür lag. Und ich habe in dieser Natur Dinge erfahren, die mir bis dato ich aus Sagen, aus Märchen kannte, aber die waren für mich absolut keine Realität. Aber das waren Dinge, die waren so voller Liebe, geistige Wesen, die auf mich zugekommen sind, die mir Dinge geschildert haben, die mir Gefühle vermittelt haben, die mir Pflanzen genannt haben, die ich auf unterschiedlichste Weise präparieren sollte und meinem
Körper zuführen sollte, innerlich, äußerlich. Ich habe das gemacht, ohne zu wissen, welche Substanzen in diesen Pflanzen vorhanden waren. Diese geistige Wesen hatten so eine wahnsinnige Liebe in sich, und von dieser Liebe ging so ein tiefes Vertrauen aus, dass ich all diese Dinge zu mir genommen habe und mein Körper sich in den nächsten Wochen anfing zu verändern, zu regenerieren. Ja, ich habe über diesen Weg mein Heil gefunden. Nach 2 Jahren trat die geistige Welt an mir heran. Ich müsste diese Gabe, diese Fähigkeiten, die ich da entwickelt habe, anderen Menschen zugänglich machen. Das wollte ich absolut nicht. Ich wollte, dass es etwas für mich ist, für mich und meine Familie. In den 2 Jahren habe ich mich geniert, darüber offen zu sprechen. Wir lebten in einem kleinen, abgeschiedenen Ort in der Südeifel. Und die Menschen fragten, Jürgen, was ist denn mit dir los? Dir scheint sehr viel besser zu gehen. Ich habe einfach immer gesagt, ja, irgendetwas Alternatives, ich kann es nicht erklären. Ich habe mich geschämt, darüber offen zu sprechen. Nach Wochen des Auseinandersetzens mit den Naturgeistern und an die Öffentlichkeit gehen, haben diese Naturgeister ganz klar gesagt, entweder gibst du all den Menschen, die darum bitten, diese Möglichkeit, diese schöpferische Liebe zu nutzen, oder sie wird dir genommen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich ganz klar entschieden, ich möchte nicht mehr in dieses Krankenlager der Untätigkeit zurück. Und ich würde mich eher dem Gespött der Leute freisetzen, als wieder dahin zurück, was ich 12 Jahre erfahren habe. Ich habe eine Informationsveranstaltung abgehalten, wo viel zu viele Menschen hinkamen nach meinen Gefühlen. Und die Menschen, die dort waren, sind fast alle zu mir gekommen, haben bei mir eine Konsultation abgehalten. Und ja, den meisten Menschen konnte ich in irgendeiner Weise mit Rat und Tat zur Seite stellen. Aus dieser eine Veranstaltung sind in den nächsten Jahren rund 7000 Menschen in Deutschland geworden. 7000 Menschen, die in den unterschiedlichsten Lebenssituationen mich um Rat, um Hilfe gebeten haben. Und nach 7 Jahren habe ich gemerkt, ich will das so nicht mehr. Ich will so nicht wirklich weitermachen, weil die Menschen mich wie einen Schulmediziner konsultiert haben. Sie wollten irgendwelche Dinge an die Hand bekommen, aber sie wollten an ihrem Leben nicht wirklich etwas verändern. Und so habe ich mich entschieden, Deutschland, Europa zu verlassen und bin nach Westafrika, Togo gegangen mit einer Gemeinschaft, die sich entwickelt hatte, um meine schamanische Beratung herum. Und diese rund 20 Menschen gingen nach Afrika und haben in Afrika ein Zentrum gegründet. Dieses Zentrum hat sich den Nöten der afrikanischen Nachbarn angenommen. Wir waren weit weg von einer Stadt, mitten im Busch, ohne große technischen Hilfsmittel. Wir haben eine Krankenstation aufgebaut, die sowohl Kräuterkunde wie auch Schulmedizin und Physiotherapie anbot. Ein Zentrum, was weit und breit einzigartig war. Und auch dort kamen tausende Menschen Tag für Tag hin. Am Tag bis zu 70 Personen. Und vor 5 Jahren haben wir aber diesen Ort auch wieder hinter uns gelassen und sind zurück nach Deutschland gegangen, weil unsere persönlichen Mittel aufgebraucht waren. Wir konnten den Afrikanern nichts mehr geben. Das, was wir ihnen in 8 Jahren gegeben hatten,
war all unsere Liebe, all unsere finanziellen Mittel. Wir hatten nichts mehr. Und dazu kamen Tropenkrankheiten der unterschiedlichsten Art, die den einzelnen Mitgliedern der Gemeinschaft immer wieder drastisch zusetzten. Und so haben wir uns entschieden, ins Armenholz von Europa zu gehen und sind nach Südostbulgarien gegangen, in einem abgelegenen Ort, wo zurzeit zwei Bulgaren leben. Alle anderen Bulgaren haben diesen Ort verlassen, weil sie in den Städten leben wollen. Uns ist in diesen 5 Jahren dieser kleine Ort am Weißfluss eine neue Heimat geworden. Mit den Dingen, die sich in den letzten Jahren in dieser gesamten Welt ereignen, die unterschiedlichsten sogenannten Naturkatastrophen, der Anstieg der CO2-Werte, die Klimaerwärmung, das Polschmelzen, die Flüchtlingswellen, die Kriege, die in der ganzen Welt toben, Auseinandersetzungen, kriegerische Auseinandersetzungen, wo Bomben geschmissen werden, aber diese Plätze werden nicht als Krieg bezeichnet. Sie gehören zur Normalität. Die Menschheit verliert immer mehr ihre Scham vor dieser Schöpfung, vor all das, was diese Schöpfung ausmacht. Und in all den Jahren, seit die ersten Naturgeister mich kontaktiert haben, sie mich geschult und gelehrt haben und all das Wissen, was sie mir vermittelt haben in diesen letzten fast 25 Jahren, hat sich aus diesem Wissen eine tiefgreifende Philosophie entwickelt. Eine Philosophie, wo eigentlich jeder Mensch die Entstehung und den Sinn unserer Existenz erkennen kann. Und genau diesen Sinn, den tieferen Sinn des Lebens, den möchte ich in den nächsten Sendungen versuchen zu vermitteln, verständlich werden zu lassen. Und über diesen Sinn werden viele Menschen auch verstehen, warum ich zu einer friedvollen geistigen Revolution aufrufe. Weil viele erkennen, dass wir diese materielle Welt am Zerstören sind und dass sie kurz vor einem Kollaps steht. Aber dass diese materielle Welt durch geistige Kräfte entstanden ist, geistige Kräfte diese Welt hervorgebracht haben. Und bevor es zu einem materiellen Kollaps kommt, es zunächst mal zu einem geistigen Kollaps kommt und dann bricht alles zusammen, dann geht es nicht mehr um Polschmelze, sondern man könnte es technisch ausgedrückt sagen, in diesem Theater Welt wird der Stecker gezogen. Für alles und jenes. Und das ist das, was ich verhindern möchte. Ich möchte das schöpferische Leben so in diese Welt wirken und agieren kann, dass die Menschen, die bereit sind, den tiefgreifenden Sinn dieser Schöpfung zu leben, bereit sind, dass diese Welt für diese Menschen erhalten bleibt. Und genau darum habe ich diesen Kanal gegründet und möchte ich in der nächsten Zeit all mein Wissen weitergeben, um so viel wie möglich Menschen vielleicht erkennen zu lassen, wo die Fehler liegen, und was jeder Einzelne verändern kann. Es geht nicht darum, Schuldige zu suchen, weil wir sind alle schuld. Wir haben uns alle schuldig gemacht an dieser Schöpfung. Und deshalb werden wir auch diese Konsequenzen alle ausbaden müssen. Ob das über die Umweltkatastrophen passiert oder jetzt aktuell mit dem Coronavirus. Dieser Coronavirus sollte man nicht als Feind sehen, sondern er ist reine schöpferische Liebe. Er ist eine Hilfe für uns. Er ist Hilfe für die, die es fassen können, die es begreifen, erkennen können. Dieser Coronavirus ist sehr wahrscheinlich
der letzte Wink beim Zaunfall für die gesamte Menschheit. Und das sollten so viel wie möglich Menschen begreifen und erkennen. Und dann sollten sie aus sich heraus selbstbestimmt, frei, ohne Ängste wirken und agieren, ihre eigene Seele in sich zu befreien. Um diese Seele über euren Verstand sich ausdrücken zu lassen und damit eure natürliche Intelligenz zum Vorschein kommt und mit dieser natürlichen Intelligenz die Probleme anzufassen, die dort bestehen und die wir meistern müssen. Aber wir werden sie nicht meistern mit der natürlichen Intelligenz, die die meisten Menschen zurzeit aufweisen. Eine anerzogene Bildung, die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, dass Politik funktioniert, dass die Wirtschaft funktioniert und dass irgendwie die Weltreligionen funktionieren. Aber die werden uns nicht retten. Sie haben uns erst in dieser misslichen Situation gebracht. Sie können es nicht. Es ist nicht ihre Natur. Ihre Natur besteht im Wachstum, im Höher, schneller, weiter. Wenn wir von ihnen das erwarten, diese Probleme zu lösen, dann sind wir alle verloren. Dieses Problem können nur einzelne Menschen lösen, indem sie ihre eigene Seele befreien, indem sie erkennen, dass das Motto weniger ist mehr die einzige Rettung ist für diese Welt und somit für uns, für unsere Kinder und Kindeskinder. Wenn wir für unsere Kinder eine lebenswerte Welt erhalten wollen, dann sehe ich absolut keine andere Möglichkeit, wie das Menschen sich reduzieren, Energien drastisch eingespart werden, Menschen nur noch wirkliche Lebensmittel wieder zu sich nehmen, anstatt Nahrungsmittel, die vergiftet sind, die unseren Verstand in eine Schwingung versetzen, dass über diesen Verstand unsere Seele nicht mehr wirken kann. Wir müssen all diese Schadstoffe aus unserem Organismus ausschwemmen. Dafür hat die Natur die unterschiedlichsten Dinge geschaffen. Sie hält sie für uns bereit, ganz gleich, ob es sich um Kräuter oder die unterschiedlichsten Mineralien handelt, wo wir all das wieder erreichen können, um unseren materiellen Körper, unseren gesamten Organismus in eine Schwingung versetzen, dass über diesen materiellen Körper unsere eigene Seele, die Energie unserer Seele, sich zum Ausdruck bringt und als Resultat in Demut gelebte Liebe hervorkommt. Genau das ist es, wo es sich bei der friedvollen geistigen Revolution drum handelt. Dass wir unsere Energie aus unserer Seele heraus anfangen zu leben. Und wir darüber all die Ängste verlieren, die sich in uns entwickelt haben, die Zivilisation in uns schürt und man verkauft uns eine Versicherung nach der anderen, um uns unsere Angst zu nehmen. Und wenn wir uns anschauen in der Zivilisation, wie viele Häuser wir mittlerweile haben, wo die unterschiedlichsten Menschen eingesperrt werden, ob sie vermeintlich psychisch krank sind und das vielleicht oft genug nur, weil sie die Realität wahrnehmen, weil sie die Ängste der Zivilisation verspüren und die Zivilisation ihnen diese Ängste nicht nehmen kann und auch gar nicht nehmen will. Oder ob es die Kinder sind, ob es Behinderte sind, ob es unsere Alten sind, unsere Senioren, die eingespart werden, die abgeriegelt werden von schöpferischer Liebe, die irgendwie dahin vegetieren und an allen wird im Endeffekt Geld verdient. Das ist das Einzige, was in der Zivilisation zählt. Es geht nicht um Menschlichkeit. Es geht um Bruttosozialprodukt. Das hat zu stimmen. Unsere Wirtschaft hat zu funktionieren.
Jetzt in den Tagen, wo alles so kritisch ist mit Corona, möchte man am liebsten die Wirtschaft nach den Osterferien sofort wieder starten. Um Gottes Willen, die Wirtschaft nimmt Schaden. Die Zivilisation drückt sich in Politik, in Wissenschaft und in der Wirtschaft aus, maßgeblich. Die sollen erhalten werden. Eigentlich sollten sie geschaffen sein, und das bedeutet ja Zivilisation, um für den Menschen etwas Besseres entstehen zu lassen. Aber jetzt sind Menschenleben gar nicht interessant. Die dürfen ruhig sterben. Da hauptsächlich die Wirtschaft, wie es funktioniert, und die nimmt keinen Schaden. Ich kann nur hoffen, dass möglichst viele Menschen diesen Wahnsinn verspüren. Dass sie sich wehren. Dass sie zu ihrer Freiheit finden. Dass sie sich in eine Situation bringen, nicht mehr Konsument zu sein. Dass sie nicht mehr angewiesen sind, dass morgens wie heißt es, die Aldi-Türe aufgeht. Nein, dass sie euer eigene Lebensmittel produziert. Das ist die einzigste Freiheit, die Menschen haben können. Alles andere schafft Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten schaffen Angst. Und Angst ist in jeder Lebenslage der schlechteste Ratgeber, den man suchen kann. Nur wer mit seiner eigenen Seele vereint ist, sein Verstand mit seiner Seele verknüpft, der legt jede Angst ab. Er hat auch keine Angst vom Tod. Er hat auch keine Angst, dass andere ihm gewaltsam werden, etwas zuführen. Wer wirklich seine Seele befreit, kann mit dieser Seele in dem dunkelsten Kerker wirken und agieren. Ja, auch wenn er darüber tatsächlich sterben würde. Aber das Entscheidende ist, er befreit seine Seele und die wird wiederkommen. Sie kommt in einem neuen Gewand, in einem neuen Körper wieder. Alleine diese Lehre, den Menschen ist genommen zu haben, dass Seelen nicht wer sind, immer wiederkommen, bis sie ihre Erkenntnis erlangt haben. Das Menschen zu nehmen, löst schon Angst aus. Dass alles in einem Leben passieren muss, da kann man ja eigentlich nur drüber verrückt werden. Und somit hoffe ich, das Interesse von vielen Menschen erweckt zu haben. Und so werde ich jetzt für den heutigen Tag diese Sendung, diesen Beitrag beenden, um jetzt in der nächsten Sendung die Sache zu vertiefen und zu erklären, wie und was ihr vielleicht tun könnt. Ja, es gibt kein globales Mittel, was alle gleichzeitig tun und dann ist die Welt besser. Das ist ein langsamer Lernprozess. Aber wie gesagt, ich möchte Möglichkeiten aufweisen, die sich in den letzten Jahren als sinnvolle Alternative zu der Zivilisation aufweisen. Und so sage ich für heute Tschüss, ciao, ciao. Der Schamane vom Weißflusstal, Jürgen.